Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe von mir. Und zwar werde ich sie Flashback nennen. Das ist auch die erste Folge. Und ich habe ein bisschen für Upgrades gesorgt. Ich habe jetzt ein paar Strahler, Lichterstrahler oder wie heißen Softboxen oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass das so ein bisschen besser ist. Und vor allen Dingen habe ich jetzt auch ein Mikrofon, was für die Audioaufnahmen zuständig sein wird und hoffentlich dadurch die Qualität sich auch ein bisschen bessert. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit kurz die Reihe vorstellen, und zwar, wie gesagt, Flashback. Ich möchte bei dieser Reihe über meine Erinnerungen sprechen, über sie erzählen, über Spiele, wie ich dazu gekommen bin, und ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß dran, teilzuhaben, ein bisschen in die Vergangenheit zurückzureisen. Und ich möchte mit einem Titel anfangen, den ich früher bei meinem Bruder sehr oft gespielt habe. Das werdet ihr übrigens auch sehr oft hören bei meinem Bruder. Und zwar bin ich immer, wenn Schulferien waren oder so, war ich dort. Und mein Bruder hatte damals einen Amiga 500. Und natürlich, wie es damals war, waren die Spiele alle nicht so, wie man sie später dann gesehen hat oder wie man sie später dann sammeln wollen würde. Und zwar waren die alle kopiert, ja. Aber ich habe dann nach und nach so meine Lieblinge dann auch nachgekauft. Und über eins habe ich mich besonders gefreut, und zwar ist das Moonstone. Hard Day's Night gab es für den PC auch, aber der ist nicht so, wie sagt man, also das für einen Amiga ist nicht so häufig anzutreffen wie der für einen PC, habe ich mir sagen lassen. Moonstone ist ein Rollenspiel, ich bin eigentlich kein Rollenspieltyp, aber das Spiel ist extrem brutal, also ist für seine Brutalität bekannt. Und auch für seinen Schwierigkeitsgrad. Für mich zumindest. Und damals als, wie alt war ich da? 12, 11, 12, 13-Jähriger. Und ja, ich bin nie wirklich weit gekommen. Also es hat zwar Spaß gemacht. Ich habe mich an dem Blut ergötzt. Ich, ja, war früher so. Früher habe ich so getickt. Ab 18 muss ich haben. Keine Ahnung wieso. War vielleicht bei vielen so. Sag mir, dass es bei vielen so war. Vor allen Dingen ging es bei dem Spiel darum, dass man einen Ritter spielen konnte und sich für einen Ritter entscheiden konnte. Es gab vier Möglichkeiten. Und damals habe ich das sehr oft gespielt, aufgrund dieser Brutalität. Und jedes Mal, wenn mein Bruder dann irgendwie von der Arbeit wiederkam oder vom Fußball oder was und mich dann da Moonstone spielen gesehen hat, hing er dann einfach nur so,
schon wieder das Spiel. Und ich meinte zu ihm so, ja, ich würde es halt gerne mal durchschaffen. Und ich habe es halt nie durchgeschafft. Und dann meinst du, ja, pass auf, ich helfe dir mal dabei. Und dann hat er das, weil er war früher, oder ist immer noch Zocker, aber früher halt extrem, was auch so schwierige Spiele anging. Und dann fing der auf einmal an, da alles abzumetzeln und die Runensteine oder Mondsteine, Runensteine, das Spiel heißt Moonstone und nicht Runestone oder so. Auf jeden Fall hat der dann da alles abgemackelt und auf einmal tauchte dann so ein roter Drache auf der Karte. Und ich dachte so, wow, guck mal, ein Drache. Und er so, ja, ja, ist alles gut, alles gut. Und dann fing der auf einmal an, auch noch den Drachen zu besiegen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich dran erinnern, ob er das mal durchgeschafft hat oder nicht. Aber auf jeden Fall kam er sehr, sehr weit und ich war begeistert von dem, es war für mich wie so eine Art Film, wie so eine Art brutaler Film. Also ich sag mal so, das Spiel hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil, aufgrund erstmal wegen der Brutalität natürlich, und vor allen Dingen aber, weil es so der Anfang für mich war damals mit dem Amiga, mit einigen anderen Spielen, da komme ich aber auch irgendwann mal darauf zu sprechen, aber Moonstone war tatsächlich eines der Titel, die ich auf dem Amiga 500 wirklich wahrgenommen habe, sagen wir es mal so. Und erinnert mich halt auch an tolle Zeiten damals mit meinem Bruder. Wir haben da viele Sachen gespielt und unter anderem halt Moonstone und ja, macht es heute noch Spaß? Definitiv. Es ist okay gealtert. Es ist jetzt kein hässliches Spiel, man erkennt vieles, die Brutalität ist immer noch, auch heute, nach, ja, 91 erschienen, heute auch nach 16 Jahren, 17 Jahren mittlerweile fast, kann man sagen, was 17 Jahre alt, da kannst du nicht mehr rechnen, 27, so, Mensch, boah. Auf jeden Fall, das Spiel ist klasse, hat damals, wenn ich mich nicht irre, auch noch eine Karte gehabt drinne. Die fehlt jetzt hier leider. Das sind jetzt die Disketten. Ja, Disketten, Freunde, keine CDs oder Module. Früher hat man mit Disketten gespielt. Und eine schöne Anleitung. Mit sehr, sehr vielen Geschichten. Und wie gesagt, bin auch der Meinung, dass da irgendwie so eine Karte dabei war oder sein sollte, wenn ich mich richtig informiert habe. Und ja. Also ich kann es jedem empfehlen. Es wird original ein bisschen schwierig, aber ich will jetzt niemanden ermutigen zu emulieren. Aber wenn euch das Spiel interessiert, ich weiß auch gar nicht, ob das Abandonware ist oder wie das heißt, für den PC eventuell mal danach suchen. Ja, ich habe für mein Exemplar übrigens, das habe ich gar nicht so lange, das habe ich in einem Forum gekauft, glaube 85 oder 80 Euro und das war schon ein ja, sehr fairer Deal, sage ich mal. Also, weil online findest du das, also ich zumindest habe es immer mal wieder sporadisch gesucht und nicht gefunden gehabt und ja. Wenn man den Ritter hier sieht, auf dem Cover, so much fun, you'll die, sagt er, das wird schon seine Richtigkeit haben. Übrigens läuft im Hintergrund das Spiel, oder das Hauptmenü des Spiels, und das ist auf dem CD32, auf dem Amiga CD32, da gibt es so eine Compilation-CD, und ja, das waren schöne, blutige Zeiten damals. Ach ja. Übrigens habe ich den Drachen nur einmal sterben sehen. Jetzt mittlerweile öfter, weil ich mal immer mal wieder so ein Video auf YouTube angucke. Aber damals wirklich, mein Bruder war der Einzige, der es damals geschafft hat, das Viech umzulegen. Und der hatte, glaube ich, auch gar nicht so die besten Waffen oder sowas, weil der sich gar nicht damit lange rumgeplagt hat, irgendwie Waffen kaufen, verbessern und dies und das. Nein, der ist einfach straightforward und ja,
schnell, schnell, schnell. Und der hat bei dem Drachen, glaube ich, auch eine halbe Stunde lang, hat er den gepiekst mit seinem schwächsten Messer oder Schwert, was er da hatte, und dann hoch und pieksen runter hoch. Und ich kann mich da auch ganz gut daran erinnern. Mein Bruder wird wahrscheinlich jetzt mit den Schultern zucken und sagen, was willst du jetzt von mir? Aber der ist auch ein bisschen älter als ich, von dem her ist das auch in Ordnung. Ja, das war die erste Folge von Flashback. Und es werden noch einige Folgen. Ich habe sehr, sehr viele Titel hier, die ich noch von früher kenne. Und für mich ist es auch so, ich muss die Spiele im Originalen selbst besitzen, dass ich darüber rede. Ich möchte jetzt nicht irgendwie über Titel reden, die ich nicht in meinem Besitz habe. Und deswegen, aber es sind schon einige. Also macht euch darauf gefasst, noch einiges von dem Zeug zu hören. Ich wünsche euch ich wünsche euch insbesondere viel Spaß beim Zocken, wie immer. Und ja, bis zum nächsten Mal.